Der Palazzo hat eine Einrichtung aus dem 15. Jahrhundert und entsteht auf einer vorherigen Festung normannischen Ursprungs. Ursprünglich war er quadratisch und hatte vier Türme an seinen vier Ecken. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts beschäftigte sich die Feudalfamilie Tolomei mit der Palastrenovierung. Die architektonischen Elemente zur Verteidigungsfunktionen wurden beseitigt. Auf dem Eingangsplatz der Hauptfassade unter der Familienwappen der Familie Basotto gibt es ein großes Portal neapolitanischer Abstammung, das auf das Jahr 1770 zurückgeht. Ursprünglich war der Gebäudevorplatz sehr viel größer. Hier stand die Pfarrkirche, die dem heiligen Georg gewidmet war. Er war sehr elegant und prächtig und mit einer Loggia mit Blendbögen verziert. Die Bögen werden von einzelnen Säulen gestützt und haben eine quaderförmige Basis.